Ich bin Russin und ich bin eine Veganerin. Сегодня я спекла пирожки. Heute habe ich das hier gebraten. Ich weiß gar nicht, wie soll man das auf Deutsch nennen. Gebratene XXL-Teigtaschen. Schreibt mir das in die Kommentare, wie soll ich das nennen. Als Füllung habe ich benutzt Kohl, Möhren, Paprika und Zwiebeln. Ich habe das alles klein gerieben auf meiner Reibe, auf meiner russischen Reibe. Die Reibe kennt ihr ja von meinen alten Videos. Bei dem Teig müsst ihr aber zwei Sachen beachten. Als erstes nenne ich euch alle Zutaten. Einmal Mehl, Wasser, Öl und Salz. Ganz wichtig bei der Zubereitung vom Teig, das Wasser muss warm sein. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Denn erst durch die Wärme des Wassers kann sich das Mehl ausdehnen oder so. Bei dem warmen Wasser fühlt sich das Mehl wohl. Zweitens, ihr knetet den Teig so lange, bis der Teig nicht mehr so richtig klebt. Ihr rollt ihn aus und er klebt nicht an diesem Ausroller, Teigroller. Dass ihr beim Ausrollen dafür den Teig nicht extra ins Mehl tupfen müsst. Das hat folgenden Grund, und zwar, wenn ihr Teig mit Mehl drauf ins Öl drauflegt, dann setzt sich das im heißen Öl ab in der Pfanne und dann schmeckt das auch gar nicht. Also dann klebt das danach wieder am Teig hier dran und das schmeckt so trocken. Ihr spürt diese Klümpchen. Und so, dieser Teig hat gar keine Klümpchen, ist richtig glatt, knusprig. Und wie gesagt, beim Ausrollen hat es nur ganz leicht geklebt, so dass ich das leicht wenden konnte und dann zusammenkneten konnte zu so einem Çeburek. Das ist mein Tipp an euch.